Ihr alle befindet euch in einer Taverne. Jeder in seinem eigenen Zimmer. Ihr habt alle eure Vergangenheiten. Ihr habt alle eine Herkunft, wo ihr herkommt. Ihr habt Dinge erlebt. Ihr wollt Dinge erleben. So oder so führt euch das Schicksal oder einfach das Verlangen, etwas zu erleben, alle nach Vestur. Vestur ist eine Stadt in Globa. Das ist der große Kontinent, in dem ihr lebt. Beziehungsweise in dem ihr nun seid. Globa besteht aus mehreren großen Städten und ist eine Allianz von friedlichen, zusammenlebenden, meist aus Menschen, Zwergen, Halblingen und Elfen bestehenden Städten, die vor 150 Jahren gegründet wurde. Das war der Zeitpunkt, als der König der Teufel, Asmodeus, auf die Erde kam und sie für sich ergreifen wollte. Er brach aus der Hölle aus und brachte seine Armeen. Sodass das erste Mal kam, dass alle Länder und Städte sich zusammentun mussten, um ihn zu besiegen. Kurz darauf waren sich alle einig, wir brauchen eine Allianz, wir brauchen einen Kontinent, der zusammenhält. Das ist Globa. Ihr befindet euch weit im Westen, in Vestur, weil ihr alle gehört habt, dass man eine Gilde gründen will. Eine Gilde ist eine Truppe von Abenteurern, die meistens im Namen des Staates oder im Namen von jedem, der Hilfe braucht, Aufträge erledigt. Sei es, eine Gefahr zu beseitigen, etwas Verlorenes zu finden, Schätze zu bergen, sowas in der Richtung. Ihr habt alle eure Gründe, um da zu sein. Und es ist nun morgens der Tag vor dem Vorsprechen, vor der Gildengründung. Als allererstes kommst du herunter, Max. Dein Charakter steigt die Treppe herab und geht unten in die Bar und Kneipe und in das Restaurant, das du bereits schon seit einigen Tagen kennst. Du bist vor ein paar Tagen angekommen, hast dich schon ein paar Tage übernachtet und gegessen. Das Eigenartige ist, alle Tische und Stühle sind weg. Stattdessen steht nur ein Tisch in der Mitte des Raumes. Ein runder Tisch mit 6 Stühlen. Kommst herunter und bist allein in der Taverne. Beschreib bitte deinen Charakter. Ich bin ein Halbelf. Ich bin relativ klein für einen Elf. Ich habe einen Bart, ich habe dunkle Haare, dunkle, kurze Haare. Bin ansonsten leicht muskulös und trage so eine Lederrüstung. Okay. Du gehst nach unten, du setzt dich an den Tisch. Du bist erstmal natürlich verwundert, was hier los ist. Als ein alter, wirklich sehr alter Mann mit großem Gehstock, wo an der Spitze ein scheinbar lederner Kristall ist, auf dich zugeht. Er kommt aus einer Ecke hinten bei der Küche und läuft auf dich zu. Oh, guten Morgen. Der Erste also. Die anderen sollten eigentlich auch gleich aufstehen. Mein Name ist Squall und ich bin die rechte Hand des Königs. Ich bin hier, um Ihnen Ihre Einweisung zuzureichen, als du runterkommst. Celine, du steigst die Treppe herab und du siehst genau das. Eine Halbelfe, die sich bereits an den Tisch gesetzt hat und ein alter Mann, der mit ihm redet. Beschreibe bitte deinen Charakter. Okay, also ich bin Mensch. Ich bin auch recht klein, so ca. 1,62 zierlich. Ich habe dunkle, mittellange Haare, eine Narbe hier über meinem rechten Auge. Auch du bist erschrickt, weil eigentlich ist das eine relativ volle Taverne. Auch zur Frühstückszeit gibt es normalerweise so den einen oder anderen Gast. Aber scheinbar ist heute nur für euch die Taverne ausgerichtet. Ich gehe zum Tisch und setze mich. Der Mann schaut dich an. Oh, guten Tag. Mein Name ist Squall. Schön, dass Sie auch da sind. Die anderen sollten auf jeden Fall gleich kommen. Ich bin dir recht. Und bevor er zu Ende reden kann, kommt herunter Petras Charakter. Ja. Schreibe dich. Ich bin auch ein Mensch. Ich habe halblanges braunes Haar, von denen von vorne ein paar hinten in einen Zopf gefasst sind. Habe auch eine Lederrüstung an und Bandagen über den Armen und trage einen Ring am Finger. Der alte Mann riecht sofort zu dir. Gut, ich werde jetzt nicht so oft meinen Namen wiederholen. Ich mach das mal, wenn alle wach sind. Setzen Sie sich bitte zu den anderen. Das ist wahrscheinlich Ihre zukünftige Gilde. Als nächstes kam, ich glaube, runter. Ja, ja, ich bin relativ klein, habe einen langen Bart und eine Kapuze tief übergestülpt und habe so einen längeren Ledermantel an und darunter sieht man ein bisschen, dass ich Kettenhemd und eben eine Rüstung habe und ich habe einen Gürtel mit verschiedenen Fläschchen für verschiedene Tränke oder so und ich trage immer schön mein tolles Buch mit mir rum. Guten Tag. Setzen Sie sich direkt zu den anderen. Das Essen wird auch gleich serviert. Sie werden hier nicht hungrig das Haus verlassen. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall garantieren. Nun, ich glaube, es fehlt nur noch einer, wenn ich mich nicht irre. Er schaut nach oben Richtung Treppe und auch dann kommst auch du herunter. Ja, ich bin ein eher schlaksiger, dünner, junger Mann, der kurze, dunkle, eher unaufwendig geschnittene Haare hat,
gepflegt aussieht, aber durchaus heruntergekommene Klamotten. Ich habe zwei Umhänge aneinander genäht, die mir eigentlich viel zu klein sind und nur so für mich reichen. Ja, steige die Treppe hinunter und setze mich zu dem Tisch. So, schön, dass wir alle da sind. Ich wiederhole es nochmal für die, die als letztes kamen. Mein Name ist Kor. Ich bin die rechte Hand des Königs, dem ihr heute vortreten werdet, denn ihr seid nun eine Gilde. Beziehungsweise, ihr müsst euch natürlich noch ein wenig beweisen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für euch. Ihr werdet nun einen Auftrag erfüllen. Aber vorerst müsst ihr natürlich beweisen, dass ihr gewisse Dinge könnt. Also ist euer heutiger Auftrag eine Art Spiel. Kommt in den Palast hinein. Jeder Eingang gilt nur einmal. Das heißt, wenn einer die Tür aufmacht, können nicht drei Leute da durchlaufen. Es wird nicht so einfach, wie das jetzt vielleicht klingen mag. Aber hoffentlich ein Spaß für alle. Das klingt ja wundervoll. Ich habe ein wenig mehr Begeisterung erwartet, aber nun gut. Ja, wollen Sie vielleicht mir noch etwas von Ihnen erzählen? Fangen Sie mal an. Ja. Kurze Frage, wann gibt's Essen? Oh, ich gehe kurz nachschauen und verschwinde kurz hinten in die Küche. Dann hört ihr hinten so ein bisschen und dann eine Frau antwortet. Und dann kommt die Frau mit drei Tellern und er kommt auch mit zwei Tellern. Es ist ein sehr, sehr deftiges Frühstück. Es gibt Speck, es gibt Eier, es gibt ja, alles, was ihr euch vorstellen könnt, wird euch vorgestellt. Natürlich, Essen ist natürlich wichtig. Ihr könnt natürlich nicht mit leerem Magen hier rausgehen. Wollen Sie mir vielleicht ein bisschen was von sich erzählen? So, nur so viel Sie natürlich wollen. Sie können natürlich auch das meiste für sich behalten. Ich dachte nur, vielleicht kann ich Sie ein wenig kennenlernen. Fangen Sie mal ganz an. Wie heißen Sie denn? Hallo, mein Name ist Elmon Forward. Ihr könnt mich aber auch Elmo nennen. Elmo? Elmo, okay. Elmo. Ich bin schon etwas älter, 125 Jahre alt, aber ist ja noch recht jung. Ui, ui, ui. Ja, und ich bin jetzt zum allerersten Mal mehr oder weniger hier in der normalen Welt und nicht unter den Elben. Mhm. Interessant. Möchten Sie ein wenig was von sich erzählen? Ihren Namen vielleicht? Ich bin Nara. Ich bin eigentlich nur hier wegen des Geldes. Logisch, ist immer dabei. Ne? Ja, Geld gibt nicht viel zu erzählen von mir, also von dem her. Nicht sonderlich interessant. Mhm, sehr schön. Sie? Ich bin Gilvir. Ich bin ein Zwerg und ich möchte gern ein Held werden und viele Freunde finden und die Welt zu einem guten Ort machen. Sehr schön. Und Sie? Ich bin Ken. Ich habe lange Zeit ganz im Norden in Steinspitz gelebt und suche jetzt meine Chance, mich hier zu beweisen. Ausgezeichnet. Sehr schön. Und Sie? Ich heiße Corin. Ja. Das ist ein schöner Name. Danke. Bitte. Nun, dann würde ich sagen, Sie essen einfach zu Ende und danach starten wir sofort, oder? Oder gibt es noch Dinge, vielleicht Fragen oder irgendetwas in dieser Art? Ich habe die Spielregeln noch nicht ganz verstanden. Die sind ganz simpel. Der Palast ist an sich abgeschlossen. Ja. Und Sie müssen hineinkommen. Ja. Es gibt genügend Wege vorbereitet, um jede Art von Talent, die Sie haben, einsetzen zu können. Und Sie müssen gucken, wie. Das ist aufregend, ist es nicht? Ja. Ja, genau. Aber Sie sagten doch etwas mit, man darf nur... Jeder Eingang zählt nur einmal, sodass jeder auf sich allein gestellt ist. Wir also wollen ja nicht, alleine. Dass es Leute gibt, die sich hinter jemanden... Wir wollen ja Leute haben, die was können, richtig? Also kein Teamwork? Nein. Ich denke, eine neue Gilde direkt in Teamwork reinzuschmeißen, wird ein bisschen schwierig sein. Sondern eher das Gegenteil. Es ist das mehr Gegenteil. Ein Wettkampf. Okay. Es gibt keinen Gewinner. Sie sind alle Gewinner, wenn sie drinnen sind. Dann haben sie alle direkt bewiesen, dass sie ein gewisses Talent haben. Okay. 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 Sehr schön. Noch irgendwelche Fragen? Und wo ist der Palast? Das weißt du. Du weißt, die Taverne, wenn du rausgehst, okay. Hat sofort den Palast direkt vor dir. Das ist quasi gegenüber. Also war ich blind? Du warst gerade kurz blind. Okay. Das sind wir nicht. Ach, meine Augen. Guten Morgen. Ja, war ja auch eine harte Nacht, da bin ich mir sicher. Eine aufregende Nacht. Gibt's noch was Gutes zu trinken? Noch was Gutes zu trinken? Ja, das fragen wir nochmal nach. Heute geht's doch alles auf Haus, das kann sich doch mal stellen. Und der verschwindet kurz nach hinten. Möchte noch jemand was von meinem Brot haben? Ja, ja. Ich nehme das. Thank you.
Okay, kein Danke. er kommt wieder, hat solche Krüge alle voll mit Met. Ich habe es einfach in den Met gefüllt, wenn sie doch mal bitte wollen. Nein, danke. Dann nicht. Dann würde ich sagen, Prost, hä? Was? Ich trinke Wasser. Okay. Wasser hast du bereits schon gestehen gehabt. Ja. Entschuldigung, ich gehe noch mal kurz zur Theke. Ich möchte da noch ein bisschen was Schöneres drin haben. Was denn? Das ist privat. Was? Können Sie Apfelsaft und den Schaum reintun? Okay. Und du achtest drauf, siehst halt, dass sie den Krug nimmt und einen neuen Krug hinstellt. Das, was nicht getrunken wird, das nehme ich wohl. Also, okay, ja, gerne. Hier. Okay, danke. Prost. Ich stehe mit zwei Krügen. Ex den einen komplett weg. Sehr schön. Oh, nun. Was Hartes. Sehr schön. Wann kannst du losgehen? Dann kannst du, also sobald alle die Taverne verlassen, kann es auf jeden Fall losgehen. Dann fangen sie doch mal raus. Fangen sie mir doch mal raus. Wir haben alle aufgegeben. Ja, gerne. Ja. Dann los geht's. Okay, geht raus. Ja. Die Türen öffnen sich, ihr stellt euch nach draußen. Dann würfelt ihr mir alle bitte auf Initiative. 20! Oh. Natural 20! Natural 20! Direkt der allererste Wurf der Runde. Aber für Initiative bringt das nichts. Total. Nein! Aber darum geht's. Wow. Cool. Ich hab 17. Okay. 20, 17. 4. 3. Warte. Du hast 2? Nein, also zusammengerechnet dann 5. Ja, ich hab eigentlich 23. 5. 23. 13. Initiative. Also plus die 3. Plus 3. Also 20. 20. Du hast 23 gehabt, oder was? Ja. Ich hab 5. 5 und du, Peter? 5. Auch 5. Dann würfelt mal beide direkt noch einmal, um zu gucken, wer von euch in welcher Reihenfolge dran ist, weil ihr habt sonst dieselbe. Aber es ist ein guter Wert. 18. 13 dort? 9. Gott, ich fehl. Das heißt dann Celine, dann Petra und dann Alex, ne? Mhm. Gut. Dann Nora. Ja. Wie du hier vielleicht ganz, ganz schwer erkennen kannst, stehst du hier, das bist du. Das bin ich, voll cool. Und stehst hier. Hier ist der Haupteingang. Hier sind diese Dinger, die größeren Dinger sind alles Bäume. Das sind Mauern, ein paar Büsche, hier sind noch ein paar Büsche, Zaun. Also, was möchtest du tun? Ich möchte Investigation nach irgendwelchen geheimen. Also sowas wie die. Investigation wäre abklopfen. Was ganz, ganz. Achso, ja, okay. Wo gehst du? Also wo gehst du hin vorher? Du hast Movement für 6 Felder jede Runde. Also, du Komm könntest ich denn jetzt, überhaupt irgendwo hin? Schauen wir mal. So wo du stehst. Du hast ein paar davon schräg gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du kommst genau an die Haupttür. Okay. Dann schaue ich mal, ob sie aufgeht. Gilvir läuft an die Haupttür und schaut sich die Haupttür an. Die Haupttür ist, sieht so aus wie vorher, so wie ihr die kanntet, aber sie scheint bei der Investigation, wir würfel gerne einen auf Investigation. Ich mach mal einen auf. Mach mal einen auf Investigation hier. 20! 20! Oh, wow. Damn. Egal was es ist. Du gehst da dran. Sollen wir Shirts tauschen? Ich dachte wirklich, dass ich nur einen so würfel werde. Du gehst da hin, du klopfst ein bisschen ab und du hörst sofort da drin beim Klopfen ein King, King. Okay, es ist ziemlich sicher abgeschlossen. Es ist auf jeden Fall abgeschlossen. Wenn du ein bisschen fester haust, hörst du direkt ein lauteres Rappeln, also wahrscheinlich einen Eisenbarren, der hinter der Tür befestigt ist, dass diese Tür nicht so einfach aufgeht. Die Tür an sich ist dennoch Holz. Okay. Also, ja, kannst du interpretieren, wie du das jetzt möchtest. Es ist an sich trotzdem nur Holz. Wie sind die Spielregeln? Darf ich das denn zerstören? Qual schaut dich an. Ja, machen Sie ruhig, was Sie wollen. Das ist gar kein Problem. Ist nur der Palast. Ist ja nur der Palast, das ist ja überhaupt nicht. Ja, ich würde drauf. Du würdest drauf. Draufballern. Gar kein Problem. Gut, dann würfel bitte auf Angriffe, ja. die du hast. Ihr seht, wie Gilvir ein Schwert, ein Kurzschwert und ein Skimitar rausholt. Skimitar sind diese gebogene Rinnen, also zwei verschiedene Schwerter. Und anfängt, die Tür anzugreifen. 8 plus... Achso, plus 5, also... Das trifft, ja. Und jetzt auf den Schaden. So, was jetzt passiert ist... Oh, das hätte ich vielleicht erklären sollen. jeder von denen hat einen Charakterbogen mit ihren eigenen Werten. Diese Werte beeinflussen im Endeffekt das Würfelergebnis um einen gewissen Wert. Nehmen wir hier als Beispiel, diese Schwerter werden mit der Geschicklichkeit verbessert und mit ihrem Talent bei den Schwertern, sodass auf ihren Wurf momentan ein plus 5 draufkommt. Bei einem Treffer, was in diesem Fall passiert ist, weil sie die Tür getroffen hat, würfelt sie den Schaden aus, der für dieses Schwert zugeordnet ist. Und das ist ein 1 plus 3. 4 Schaden. 4 Schaden. Du haust... Ja, siehst einen Riss, also es passiert schon was, aber... Bin ich zufrieden? Nein, aber du hast noch einen Angriff. Stimmt. Denn du hast 2 Schwerter. Ich habe 2 Schwerter. Also, nochmal. Muss ich auch nochmal schauen, ob ich treffe? Ja, nochmal.
Echt? 20? 20? Okay, ich würde sagen, wir nehmen den Würfel weg und geben mir einen anderen. So, dann darfst du sogar, wenn du einen natürlich 20 würfelst, darfst du den Schadenswürfel verdoppeln. In diesem Fall würfelst du 2d6 und fügst am Ende trotzdem noch deine plus 3 hinzu. Okay, zweimal. 5 plus 2. Und dann nochmal 3. Plus 3. 10. Also der erste Schaden. Das macht dich nicht zufrieden und du holst das Ding aus und rammst es voll rein und schneidest hoch und siehst einen richtig guten, tiefen Riss drin und bist so, ja, so muss das sein, warum nicht gleich so? Okay, Celine. Okay, wo sind denn Fenster? Du siehst von deiner Position, stehst hier rechts, das bist du, siehst du ein Fenster hier, ungefähr 1,5 Meter zwei Meter hoch in der Luft, also ein bisschen über dir, siehst du hier ein Fenster, ja. 2 Meter über mir? Also, 2 Meter hoch, also es ist über dir, weil du ja relativ klein bist, es ist 2 Meter. Okay. Ja, ich gehe da mal hin. Gut, dann schauen wir mal. Eins, willst du über die Büsche springen? Ja. Ja, dann würfel für mich einen Akrobatik-Check. 1. Okay, mit deinem Ding noch? Plus 5. Eine 1 und eine 2. Also eine 20 ist ein kritischer Erfolg und gelingt in jedem Fall, so sage ich mal, 95%. Und eine 1 ist ein sehr kritischer Fehlschlag. Ihr seht also, wie Nara sich das anguckt, relativ motiviert ist, sagt es. Fenster, das kriege ich hier sehen. Läuft auf den Busch zu, springt drüber, verfängt sich in den Busch und fällt in den Busch, liegt dort. Du kriegst Upsi. Nara, soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Du kriegst helfen? Einen Schaden, als ein paar Dornen und Äste dich ins Gesicht pieksten und du stehst wieder auf und kannst weiterlaufen. Du verlierst aber viel deines Movements. Du kannst in deiner Runde kannst du 6 Felder laufen. Wenn du aber hinfällst und wieder aufstehst, verlierst du die Hälfte davon. Zählt das als Action? Das zählt. Das ist okay. Bevor sie aufsteht, zückt sie ihre wunderschöne Flask und gönnt sich einen Schluck. Steht auf und läuft wieder drauf zu. Geht's dir gut? Ja, ja, alles gut. Das ist schön. 2. Du schaffst es nicht bis zum Fenster. Das ist okay. Du hast als Bonus-Action Dash. Ist das richtig? Ja. In Erinnerung? Dann kannst du mit deiner Bonus-Action dashen und mit deiner Action trotzdem noch versuchen, da hochzukommen. Okay, dann dashe ich mal. In jeder Runde gibt es eine Action, eine Bonus-Action, ein Movement, man kann reden und sich und mit Dingen in der Umgebung interagieren. Sie als ihre Klasse kann als Bonus-Action genau die Geschwindigkeit gehen, die sie eh gehen kann. Das macht sie jetzt. Das heißt, du gehst 1, 2, 3, 4 und bist jetzt genau an dem Fenster. Okay. Da ist das Fenster. So, versuchst du da hochzuklettern? Ja. Dann würfel für mich auf Athletics. 9 plus -3. -3. Oha. Also 6. Du läufst drauf zu, du hältst dich oben fest, deine Finger rutschen ab und du stehst wieder unten und denkst dir. Sicher, dass es dir gut geht. Ja, gut. Nein. Sieht nicht ganz so gekannt aus. Das war deine Runde. Max. Ja. Also, Elmo. Du stehst hier, das bist du. Sieht Elmo noch andere Fenster? Elmo sieht keine anderen Fenster. Der einzige Eingang, den du dir noch vorstellen könntest, ist oben beim Turm. Könnte sein, dass da oben ein Eingang ist. Ist halt sehr weit oben natürlich. Komme ich mit meinem Movement auch zum selben Fenster wie... Wie sie? Ja. Ja. Dann tue ich das. Sekunde. Okay, if you wanna play like this. Nee, tatsächlich nicht ganz, aber gut genug, um dich schon in die Nähe davon zu klettern. Doch, doch, das kriegst du hin. Dann machen wir das. Ja, dann machen wir das. Es geht 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wenn du jetzt einen guten Sprung machst, schaffst du es zum Fenster, da wo sie es nicht geschafft hat, dran zu springen. Ich probiere es aus. Probier es aus. Würfel auf Athletics. 7. Plus? Ja, ist schon berechnet. Achso, ist schon direkt. Ja. Auch du springst da dran, hält dich fest, fällst die Runde und denkst dir, irgendwie ist das Fenster. Die Fensterbank ist sehr rutschig, Leute. Das ist echt ein Problem. So. Ihr schafft das. Petra. Also. Corin. Ich würde erstmal einmal tief durchatmen und mal checken, wie das Wetter gerade eigentlich so ist. Das Wetter ist relativ sonnig, so gute 16 Grad, nicht zu warm, nicht zu kalt. Schöner Wind, der ein bisschen, abkühlt. Ist ganz angenehm. Sonne scheint auch nicht zu stark. Gut, dann strecke ich mich einmal erst kurz. Lass mich ist das so ein eine bisschen von der Sonne anscheinen. Man sieht meine Armmuskeln. Oh. Und dann schaue ich mir den Turm an und laufe mal zum Turm, ob ich da hochklettern kann. Du schaust dir den Turm an und siehst, würfel mal auf Perception. 12. Moment. 14.
Du schaust dir den Turm an und du siehst oben, unten, wo man wo so quasi auf den Turm geht, hängt eine Art Zielscheibe. Ah. Oh. Hm. Ja, dann schieße ich da mal drauf. Dann schieß mal da drauf. Dann nutzt du deine Fernkampfwaffe und schießt. Was ist deine Fernkampfwaffe? Ein Light Crossbow. Ein Light Crossbow, okay. Das ist tatsächlich nicht ganz in der Reichweite. Ich würde sagen, du gehst auf jeden Fall näher ran dafür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ja. Siehst du die Zielscheibe? Ziehst du. Ja, warte mal noch eine Sekunde, lass mir die Sonne hin. Ganz entspannt, ganz entspannt. Oh. 6 plus und plus 10. Plus 10? Was? Also nein, plus 4, also 10. Entschuldigung. Du schießt und neben der Zielscheibe an die Mauer. Der Fall zerbricht. Bist noch nicht, wahrscheinlich noch nicht nah genug dran. Noch ein bisschen näher und du kriegst es wahrscheinlich hin. Mm. Bist du dir sicher? Das war schon richtig gut. Ich habe noch nie so einen motivierten Zwerg gesehen. Dankeschön. So, Alex. Bitte, bitte. Du bist dran. Ken. Okay. Ich möchte auf die Hinterseite des Palastes gelangen. Da hinten. Also an den einen vorbei und da lang. Genau, ich marschiere da vorbei. Ich schaue da auch nicht wirklich hin. Möchtest du über die Büsche springen? Nein. Nein, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hättest jetzt natürlich die Chance, als Action zu dashen und noch weitere 6 Felder zu laufen, weil du tatsächlich jetzt auch nichts Besseres zu tun hast. Richtig. Dann machen wir das. Gehen wir nochmal. 1, 2, ich sag mal, du schaffst es elegant. 3, 4, 5, 6 an den beiden vorbei. Du bist jetzt zwischen den letzten beiden Bäumen hinten und kannst schon fast um die Ecke sehen. Okay. Sehe ich da schon irgendwas? Nein. Okay. Du kannst, würfel mal auf Perception gerne für mich. Eins plus egal. Du guckst, was könnte dort sein? Und die Sonne blendet dich richtig hier die Augen. Egal, aber ich finde es nicht mehr. Okay, dann habe ich 4. Ja, ist egal. Das ist eine 1, das ist ein klarer Misserfolg. Du versuchst, das zu erkennen und während du schaust, fliegt dir vom Baum so ein kleines, so eine kleine Pollen ins Auge. Oh nein. Und so, oh, so eine Kacke. Das passiert jedes Mal. Dann geht's dir gut. Das siehst du tatsächlich gar nicht so gut. Oh. Das ist sehr weit um die Ecke. Ja, ah, okay. Um die Ecke des Palastes. Du hörst das Lachen von Elmo. Elmo ist schadenfreudig am Lachen. So, fangen wir wieder oben an. Nova. Ja. Gilvir ist sehr motiviert. Gilvir ist sehr motiviert. Ja. Leute, ich werde als Erstes reinkommen, aber ich wünsche euch trotzdem viel Glück. 16. Krass. Plus das wird echt gut. 5. Das reicht auf jeden Fall. Und dann mache ich wieder viel mit viel Schmackes und Motivation. Hm. 7 Schaden. 7 Schaden. Und dann? 7 Schaden, sehr gut. Ist die Tür noch nicht kaputt? Die Tür ist noch nicht ganz kaputt. Ne? Okay, aber du siehst auf jeden Fall, du machst ein Loch da rein. Es macht Sinn. Okay, weil das ich freue mich. Okay, nochmal eine 16. Oh, plus. Das trifft natürlich auch nochmal, ja. Und 5 plus 3. Also 8. Hm. Okay. Die Tür sieht sehr demoliert aus. Also es ist bald so weit, dass du ein Loch hast, was groß genug ist, dass du da durchflutschen kannst, auf jeden Fall. Und du siehst da drin eine Frau an einem Sekretariattisch sitzen und immer wieder ein bisschen ängstlich drüber gucken. Aber sie versucht sich selbst zu beruhigen, weil sie versteht scheinbar, dass es okay ist, dass du das machst. Okay. Das ist jetzt nicht irgendwie was Blödes ist. Okay. Guten Morgen. Morgen. Na? Sie winkt zurück, ein bisschen nervös. So, ich Celine. Schreie noch zu ihr rüber so, hey! Und mach so einen Nicker. Danke. Ja, erstmal. Dann springe ich dann nochmal drauf. Dann würde ich sagen, du gehst zurück, nimmst ein bisschen Anlauf und ich erlaube dir jetzt einen Akrobatikwurf, um auszuspringen. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Ich winke dann von oben. Das ist in Ordnung. 4. 9. Auch das reicht nicht ganz, um da hochzuspringen. Ich sage aber mal, dass das tatsächlich Teil deiner Bewegung ist. Also wenn kannst du nochmal zurück und nochmal hochspringen, aber ich lasse dich mit Nachteil würfeln. Das heißt, du würfelst 2 Würfel und nimmst den schlechteren der beiden. Du versuchst also ein zweites Mal. Ja, okay. Genau, wieder den. Das ist 9. Einen anderen Würfel haben. Ja, bitte. 2. Du bist mein Haar. Hier, nimm mal. Und den will ich direkt. Nein, den will ich. Okay, gut, was auch immer. Auch das, du kriegst es einfach nicht hin. Es ist einfach, es läuft nicht gut für dich. Du schaust die Flaske an und denkst so, soll ich noch mehr trinken? Ich glaube schon. Du glaubst schon, okay. Gut, gefällt mir. Elmo. Elmo. Elmo.
Es ist halt nicht jeder für die Gilde bestimmt. Ihr seid nett zueinander. Das ist in Ordnung, das ist ein normaler Auswahlprozess hier. Okay, Elmo läuft unters Fenster und versucht es auch wieder. Möchtest du mit Akrobatik oder Athletik? Möchtest du mit deiner Agilität ich oder mit deiner Stärke? Ich möchte mit meiner Agilität. Nutze deine Agilität. Agilität. Das ist eine 9 plus 5 sind eine 14. Das wird reichen. Ja. Du bist nice. Oben, du stehst am Fenster. Du bist jetzt nun vor einer Fensterscheibe, die so ein gutes altes klassisches Kirchenmuster hat und stehst jetzt davor. Was tust du? Untersuch die Scheibe. Okay, würfel auf Investigation. Ist eine 2, das sieht scheiße aus. Das Fenster ist ziemlich schön. Ziemlich schön. Ziemlich schönes Fenster. Oh, so ein Fenster sollte ich mir auch mal kaufen. Okay. Okay. Willst du noch was tun? Nein, also kann ich noch was tun? Ja, das Hochklettern war Teil deines Movements, also Teil deiner Bewegung. Das heißt, du hast auch eine Action. Und das war mindestens deine Bonus-Action, das Fenster zu untersuchen. Ich zucke mein Kurzschwert und versuche das Fenster jetzt einzuschlagen. Okay. Es ist ziemlich unbequem, weil du auf der Fensterbank stehst, mit dem Kurzschwert erst drauf zu hauen. Deswegen würfel einen Angriff, aber mit Nachteil. Okay. Ich muss mit dem D6. Erstmal mit D20, ob du triffst. Ach ja, stimmt, da war auch noch was. Ja, kein Problem. Eine 18. Und das noch einmal und du nimmst einen schlechteren Wert, deswegen Nachteil. Ah. Eine 4. 4 plus was? Auf Angriff? 4, also mein Attack-Bonus ist 5. Okay, 9. Du versuchst vernünftig drauf zu hauen, du hinterlässt ein paar Kratzer, aber es ist nicht gelungen. Nicht mal, dass du Schaden würfen musst. Oder ach, so eine Kacke. Ah, nur das scheiß Fenster zerkratzt. So, Petra. Ja, ich stehe immer noch in der Sonne und sonne mich so ein bisschen. Pass auf, die Sonne ist gefährlich. Sonnenbrand. Na, alles gut. Okay, und dann hole ich nochmal Luft und schieße nochmal auf das. Auf das Ding da. Eine 20! Eine 20? Natural 20. Sonst sehe ich, reckst dich einmal, hast deine Armbrust. Und du hörst. Und du siehst vor dir einen kleinen Felsen, oder einen relativ großen Felsen, sich einfach zur Seite bewegen. Und dahinter siehst du ein kleines Loch, so in diese Richtung. Das ist ein kleines Loch. Oder sofort rein. Ja, ich grinse einmal und wink so nach rechts so. Das ist großartig. Bis gleich. Dankeschön. Okay. Du gehst hinein, du schaffst genau mit deinem Movement da reinzugehen. Mhm. Ich pack dich jetzt vom Spielbrett. Du bist unten in einem kleinen Tunnel drin. Mhm. Und der Tunnel geht voraus. Du kannst nicht viel sehen, es ist ziemlich dunkel. Okay. So. Dann, du kannst, mach von mir aus einen in Perception-Check, um zu wissen, wo du lang gehen musst oder wo es vor am schlausten ist. Ja, 17. Das reicht auf jeden Fall. Du weißt, du kennst genau die Richtung, da muss es zum Palast gehen. Das sieht auch so aus, als wäre hier ein Gang. Okay. Machen wir weiter bei Alex. Ken. Ich gehe weiter um die Ecke. Okay. Du gehst deine weiteren Schritte und du siehst um die Ecke zwei Garden stehen, bereit, ein Schwert. So, oh. Aber so, also nichts gefährlich. Die waren nicht, sind nicht bedrohlich oder so. Die stehen dann so und wären so, okay, wir müssen den jetzt aufhalten. So, hihi. Oh nein, ein Kampf. Und dahinter siehst du einen Priester stehen, der quasi, der relativ entspannter ist und sie so winkt, so recht freundlich. Das sind zwei Leute, die sollen nicht aufhalten, aber die sind nicht böser Natur, weil die ziemlich sicher wissen, was da los ist. Und du verstehst, okay, du sollst gegen die kämpfen, weil das ist Teil der Prüfung. Was tust du? Du siehst die beiden, du siehst die drei Wachen dort. Ich möchte einen Cantrip wirken. Mhm. Und um das zu tun, hole ich aus meinem Umhang meinen Arkanisator raus. Der fächert sich dann so ein bisschen auf. Oh. Also ich halte den in der einen Hand und die andere Hand richte ich leicht in Richtung der beiden Wachen, aber so, dass sie das nicht unbedingt bemerken. Okay. Und wirke Minor Illusion. Oh. Also, dass sich hinter denen ein Räuspern bemerkbar macht. Oh, sehr cool. Dann würfel ich mal für die auf Intelligenz, ob die checken, dass du... Ob das irgendwas machen, mach auf Sleight of Hand, ob du heimlich die Handbewegung machen kannst. Okay. Ohne dass die merken, du zauberst was. Oh, oh nein! Okay, du machst voll aufwendig und du hörst so ein. Und denkst, oh fuck, ich glaube, ich hab meinen Mantel gerissen. Scheiße. Oh nein! Und
hinter den. Ich würfel jetzt eigentlich den Gänsecheck, aber der ist relativ einfach für die. Sollte. Ja. Beide würfeln viel zu gut und gucken dich an und so. Okay, die haben leider verstanden, dass das Räuspern dahinter. Ich guck mal, ob's. Ja. Okay, auch der Priester hat's verstanden. Alle checken. Oh, okay. Da ist tatsächlich, ja. Ist nicht dein Tag, merkst du sofort. Aber das wird schon noch, keine Sorge. Als nächstes wieder ganz oben. Nora. Ja. Die Tür ist fast durch. Fast durch. Ich bin aber trotzdem nicht als Erstes drin. Ist ein bisschen schade. 17 plus ist egal. 17 oder? Ist egal. Trifft auf jeden Fall. Der Würfel den Schaden. Gerne. 4 plus 3. Das reicht. Der letzte Schnitt und du siehst, wie ein gutes Stück Holz runterfällt und denkst dir, da passe ich durch. Easy. Ich mach so. Yeah. Schreite hinein, okay, und sage tschüss. Du trittst ein. Frau vorne, Glückwünsche, ich glaube, Sie sind der Erste, ich bin mir aber nicht sicher. Kriege ich was dafür, dass ich der Erste war? Die Erste? Weiß ich nicht. Das müssen Sie gleich den König fragen. Sekunde. Okay. So. Danke. Du wirst vorgewunken, wir kommen dann gleich zu dem, was passiert, wenn du einmal drin bist. Celine. Kann ich mich so ein bisschen umschauen, was es sonst noch so gibt? An deiner Seite tatsächlich nicht viel. Du siehst nur, dass auf jeden Fall der Ken irgendwas gemacht hat und scheinbar Leute da hinten sieht. Also sehr auffällig, was gemacht hat. Ja, sehr, sehr. Witzig. Okay. Du stehst da immer noch so am Fensterbrett rum? Na, dann springen wir mal dazu. Okay, jetzt darfst du auch auf Akrobatik würfeln. Komm schon, Celine. 14 plus 5. Easy, du springst und ihr seid jetzt beide nebeneinander. Ich möchte, dass ihr beide einen Stärkewurf macht. Wer von euch den anderen beim Festhalten runterwirft. Auch mit dem? Einfach auf Stärke straight, ja. Nee, oder Geschicklichkeit, was euch lieber ist. Dexterity. Strength oder Dexterity. Hauptwert. Okay, ich will Dexterity. Ich auch. Gut. Das ist eine 15, 16, 17. Komm schon, Celine. 12 und 3. Okay, du stehst da drauf und so langsam und ihr beide gut genug gewürfelt, dass keiner von euch runterfällt. Ich stehe jetzt nebeneinander. Und dann komplett so, okay, nein, ich muss da jetzt zuerst sein. Nein, ich muss da zuerst sein. Ihr seid jetzt komplett, es ist jetzt komplett Kopf an Kopf. Ich bin jetzt. Aber ich stand zuerst auf dem Brett. Ist mir doch egal, ich habe die Idee gehabt, dass ich da hingehe, hallo. Hast du noch einen anderen Weg gesehen? Ja, um die Ecke. Geh mal dahin. So. Was willst du machen? Das Fenster abgeschlossen, ist zu. Ja, ich hole meine Pfeile raus und versuche das. Dein Diebesgut. Mein Diebesgut. Dann würfel auf einfach einen Straight-Wurf plus deine Proficiency, weil du darauf proficient bist, plus deine Geschicklichkeit, also plus 5 insgesamt. Okay. Oh. 14 plus 5. Das reicht. Du bist ein bisschen am Rumfummeln und das Fenster ist auf. Und du schaust nach rechts zu Elmo. Und du springst durch und du springst rein. Würfel mal einen Dexterity Saving Throw. Dexterity Saving Throw? Ja. 18? 18, easy. Springst rein, läufst die Wand herunter, Backflip vorne, zack, stehst drin. Du siehst links von dir gerade Gilvir. Hey, dich kenne ich. Wir stehen beide drin. Auch die Frau, chillt und der Elmo schaut rein. Ja, hups. Ja, hups. So, Max. Ja. Okay. Eine Frage, komme ich da hinten hin? Eigentlich? Hier? Auf jeden Fall, das ist ja auch ein Weg, auf jeden Fall. Musst du halt nur hinsprinten erstmal. Komm hier runter, Elmo, ich möchte dir zwei Freunde vorstellen. Du hörst das, er sagt das halt wirklich. Aber es gibt ja nur einen Weg. Selbst wenn du den jetzt gehst und schaffst, kann ich noch hinten ruft die Wache. Na, wir zählen als zwei Eingänge. Ja, machen wir, ja. Wirklich? Ja, das meint er. Er würfelt auf Inside, ob du ihm glaubst. Okay. Ehrlich? Das ist eine. Warte, eine 5 und das habe ich bei I. Inside habe ich eine 4, also eine 9. 9. Ja, du bist dir ziemlich sicher, das sagt die Wahrheit. Also, warum nicht? Ja, gut. Dann springe ich elegant mit einem Vorwärtssalto wieder runter. Würfel einen Dexterity Saving Throw, ob du einen Vorwärtssalto schaffst. Okay. Das ist eine 6 plus 3 sind 9. Oh.
Es sieht nicht schön aus, du schaffst es, aber ich sag mal, du würdest halt von den meisten Jurymitgliedern nicht Sport allzu viele Punkte bekommen. Du würdest nach 4 oder so von 10, weißt du? Also nicht so gut. Ja, okay, ist okay. Sehe ich aber, das? Nein, oder? Nein, du bist schon drin. Okay. Habe ich aber noch Movement jetzt? Ja, ne? Ja, so. Ja. Dann move ich mit. Okay, du gehst da hin, du denkst, okay, was will denn der nette Ken vom... Ups, da stehen zwei Wachen so, oh, voll breit das Schwert so zücken und euch bauen. Kann ich noch was tun? Ja, doch, okay. Ja. Ich zieh meinen Bogen, mal auch so. Oh. Wie reagieren Sie? Und jetzt kriegen die ein bisschen so, okay. Oh. Gucken den anderen an, so. Gucken den Priester an, der macht so ganz entspannt. Ich lege einen Pfeil in meinen Bogen. Ja. Und spann den Bogen. Ja. Und dann macht so, Ja. Tun sie irgendwas? Nö, die machen nichts. Ja, das sollen sie machen. Sind nicht dran. Haben die, was haben die an? Was? Halt so dünnere Rüstung. So haben die ein Schild? Nein, nur Schwert. Shit. Okay, ich schieße dem einen vor die Füße. Der sagt, der hinten siehst du Qual. Schieß ruhig drauf, die sind dafür da. Das ist schon okay, dafür ist der Priester da. Der Priester zeigt auf den Daumen so, mach ruhig. Und die waren so, okay. Okay, ich schieße. Ja, würfel auf einen Angriff. Ich schieße auf den vorderen. Ja, würfel auf einen Angriff. Das heißt, du suchst dir deine Waffe aus, du würfelst und fügst deinen Waffbonus hinzu. Mein Attack-Bonus, ne? Ja. Mein Lubsch. Eine 11 plus, da sind 16. Das tust du auf jeden Fall. Du schießt, jetzt würfel auf Schaden. Ein, okay. Das ist eine 8. Oh. Eine 8 plus 3 sind eine 11. Okay, du triffst den eins. Ah, er schreit und macht so. Ah, auf den Boden und spielt tot, aber dann ehrlich, Schmerzen. Und schaut den Priester an. Okay, er wäre dran, er bleibt nach so, okay. Dann kommt der andere Schutz, der dann denkt so, oh. Okay, läuft halt an vorbei und geht auf dich zu. Und zückt dein Schwert und greift dich an. Er trifft aber nicht, er macht so, ah, Mist. Dann kommt der Priester, geht nach vorne und hält den Typen mit dem Pfeil, reißt den Pfeil raus. Du siehst, dass er ein paar Zaubersprüche sagt und du siehst, wie sich das Loch schließt und der Typ, oh. Ah. Ich hoffe, das extra Geld lohnt sich, ey, oh mein Gott. So, also der scheint jetzt am Boden zu liegen und den Toten zu spielen. Okay. Ken. Ja, Ken schaut sich die Umgebung an und guckt, was genau noch vor ihm steht. Du siehst vor dir, also eine vor Wache. Liegt eine Wache. Die andere Wache steht dort immer noch so. Hat gerade versucht, den Elmo zu hauen, hat verfehlt und der Priester da hinten heilt noch immer die Wache, aber es ist eindeutig nicht böse gesinnt. Und du siehst hier direkt neben dem Priester eine größere Tür, so eine Hintertür auf jeden Fall. Okay. Dann schleudere ich der verbliebenen Wache einen weiteren Zauber entgegen. Und zwar Ray of Frost. Bitte. Dann, was muss passieren? Musst du was würfeln? Das kann ich dir sofort beantworten. So, Ray of Frost. Ich muss würfeln. Dann würfel du mal. Und es ist 1d8 Cold Damage. Ja, dann würfel mal, ob du triffst. Na denn, den 20er, ja. Oh, eine 17. Oh, oh. 17, das trifft auf jeden Fall. Und du triffst den Würfel auf den Schaden, 1d8. Oh. Auch du übertreibst 8. ein bisschen, aber du musst ja auch beweisen, was du kannst, ne? Ja. Triffst ihn und du siehst da, wo er getroffen wird, bildet sich so ein bisschen ein, er macht so und dann kippt er um und macht einen auf tot. Also ich bin auch tot, ups. Sorry, leg dich da hin und leg daneben tot. Was tust du? Ich schreite erhobenen Hauptes so weit ich kann an allen vorbei. Du schaffst es, ohne Probleme an die Tür zu kommen, öffnest die Tür, sie ist nicht abgeschlossen und kannst eintreten. Dann skippen wir alle anderen, Max. Die sind alle drin. Ja gut, ich probiere hinterher zu gehen. Ja, du gehst hinterher. Die Tür geht auf. Bist drin und auch das zählt. Nice. Ihr seid nun alle in dem Palast und seid kurz davor, dem König zu begegnen. Und hier beenden wir auch schon die allererste Folge von Dammit. Aber seid nicht traurig. Nächste Woche geht's weiter. Stellt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne Fragen in den Kommentaren. Ich glaube, am coolsten wäre es, wenn wir am Ende der ganzen Season ein komplettes Q&A mit allen von uns machen und alle Fragen beantworten. Also bitte abonniert, schaut jede Folge euch an, schreibt Fragen und Kommentare gerne drunter. Wir freuen uns auf alles, was ihr uns gebt. Und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ihr schaut nach links und rechts, ihr seht überall Wachen. Eure Helden sind da. Mein Name ist Matthäus Merkur.
Ich bin der König. Es gibt sofort einen Auftrag für euch. Seit zwei Monaten bekommen wir regelmäßig Briefe aus Torden. Die Briefe sind extrem verwirrend. Also die erzählen halt jedes Mal was anderes. Sind die Brieftauben okay? Meine Frage, ist das jetzt tatsächlich so, dass wir alle ein Team bilden? Ihr seid jetzt ein Team.